Hallo und ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, dich im Stream begrüßen zu dürfen. Und zunächst einmal hoffe ich inständig, dass wir heute eine halbwegs vernünftige Verbindung haben hier und dass ich halbwegs gut zu sehen bin und dass wir das halbwegs über die Bühne bekommen werden. Das neue MacBook ist schon bestellt, eine neue Internetverbindung, eine schnellere wird auch demnächst kommen und ich hoffe, dann haben wir die Probleme halbwegs gelöst. Also wenn ihr kurz in den Chat reinschreiben könntet, ob zumindest halbwegs alles passt heute, wäre es super. Ja, heute mit Sicherheit ein Lächeln auf den Lippen vieler Traderinnen und Trader. Heute geht es ein wenig rauf. Ja? Und Robby schreibt schon, passt alles super. Danke, Robby. Heute geht es ein wenig rauf. Mal schauen, wie nachhaltig das ist. Ich habe schon ein wenig mich aus dem Fenster gelehnt heute in der Früh bei den Premium Plus Mitgliedern und habe die Korrektur für beendet erklärt. Ja, schon mit Vorsichtsmaßnahmen natürlich, aber trotzdem, wir werden heute über die Korrektur itself sprechen, natürlich, das werden wir dann am Schluss machen und eure Underlyings sind natürlich auch wieder gefragt. Sehr, sehr gerne. Aber ich will euch heute zwei Tools vorstellen, wo ich mir nicht sicher bin, dass beide Tools bekannt sind, die extrem cool sind, wenn es um Option Trading geht und wenn man sich vor allem Dinge aneignen will. Ich verwende beide Tools, zumindest eines sehr, sehr häufig. Eines schaue ich manchmal nach, ob ich irgendwie einen coolen Trade finde und die werde ich euch auf jeden Fall heute vorstellen. Und wie immer, du siehst es hier unten drauf, hier eingeblendet, den Disclaimer bitte beachten. Das Ganze heute hier ist keine, wie auch immer, geartete Empfehlung oder was ich auch heute sage, das alles wie immer unter der nötigen Gewähr. Das alles hier ist zu Ausbildungszwecken und nicht zum Nachmachen gedacht. Aber bitte liste den Disclaimer hier auch durch. Es ist keine Anlageberatung und alles hier unten drinnen. Und damit gehen wir auch schon in das erste Tool hinein heute. Wir werden uns dann nachher natürlich auch ein paar Underlyings von euch sehr, sehr gerne ansehen. Aber schauen wir mal in das erste Tool hinein. Die meisten werden es vielleicht schon kennen, einige nicht. Das zweite ist ein wenig unbekannter, habe ich festgestellt, aber wir starten mal mit Option Strat. Ja, und Option Strat, da hast du zwei Möglichkeiten. Einerseits eine Strategy zu bilden, also zu erstellen sozusagen, und auf der anderen Seite eine Optimize-Funktion. Starten wir mal mit der Bildfunktion. Ich bin schon kurz mit der Maus drüber gegangen. Ich werde den Link vielleicht kurz in den Chat hineinstellen, damit ihr das mitschauen könnt. Aber optionstrat.com ist schlicht und einfach der Link. Also da sehr, sehr gerne mal reinschauen. Und das Coole an diesem Ding ist, ja, du kannst sehr, sehr schön Strategien damit bauen. Ja? Und wenn jetzt, ich bekomme immer wieder E-Mails mit der Sache, ja, Thomas, wie steigst du ein bei diesen Bull-Call-Spreads, wie ist die 50-50-Chance, was ist, wenn du die Strike-Preise weiter weglegst, wo ist der Unterschied und so weiter und so fort. Und dafür bekommst du natürlich, wenn du so oft wie ich Bull-Call-Spreads gehandelt hast, ein Gefühl. Ja? Also ich schaue auf den Chart, ich sehe mir die Abstände an und ich weiß ungefähr, wie viel dieser Bull-Call-Spread maximal wert sein darf. Ja? Das entwickelst du, wenn du, ich weiß nicht, wie viele hunderte Trades ich in Bull-Call-Spreads hatte, dann wirst du das automatisch entwickeln. Wenn du das weniger machst, und so habe ich mir am Anfang auch geholfen, ja, dann kannst du hier einfach auf Bull-Call-Spread gehen und kannst dir diverses einstellen. Ja? Oder du kannst sagen, ich will eine Absicherung machen, ich will einen Bear-Put-Spread machen, ich will mich absichern. Ja? Zum Beispiel habe ich hier heute in der Früh mir was von PayPal angeschaut, ja? Und ich will mich damit absichern, dann kannst du das auch tun. Und das Schöne an diesem Tool ist, und das will ich dir hier einfach zeigen, ist, dass du hier wirklich alles einstellen kannst. Du kannst zum Beispiel sagen, was ist denn der Unterschied, wenn ich den 145er 155er nehmen. Ja. Dann siehst du schon, wie sich hier unten alles verändert oder sehr, sehr vieles verändert. Und das Coole ist, du kannst jetzt hier dir anschauen, was passiert in welchem Szenario. Ja, das bedeutet, wenn ich hier ein bisschen, das kann ich den Chart, also dieses Profit-Loss-Chart hier kleiner und größer ziehen, ja, und kann mir das sehr, sehr genau anschauen. Und ich kann mich natürlich auch spielen. Also wie hier ist jetzt da das Profit-Loss-Chart am Verfallstag. Also wenn ich jetzt sage, der 4. März, das ist die Option, die ich jetzt gerade gewählt habe, der 4. März, dann ist da natürlich, nein, ich habe keinen Earnings Trade Spring of People laufen, habe ich nicht, ja, Falco, nein, habe ich nicht. Aber dann ist hier auf jeden Fall schon mal, das ist extrem spannend, finde ich, hier schon mal ein sehr, sehr schönes Profit-Loss-Chart. Und ich kann jetzt in diesen Profit-Loss-Chart zurückgehen, ja, die Reise zurückgehen quasi, und sage, ja, wie schaut es denn, Earnings, glaube ich, sind am 3. Februar bei PayPal, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, 2., 3. Februar, so in der Richtung,
Okay, am 3. Februar, wie schaut es denn da aus? Ja, wo ist mein Profit Loss? Wo ist mein Break-Even? Was ist, wenn die Implied Volatility da steigt plötzlich um was weiß ich wie viel? Also um so viel wird sie hoffentlich bei PayPal nicht steigen. Das heißt, dass sie ordentlich abbrauchen werden. Und was ist, wenn sie fällt? Ja, dann kann ich mir das alles genau anschauen. Was ist, wenn die Volatilität fällt? Okay? Und was ist vielleicht, wenn ich nicht den 4. März nehme, sondern den 11. Februar? Was ändert sich da? Ah, okay, da ändert sich der Break-Even auf jeden Fall schon mal. Was ändert sich noch? Ja, die Kurve, sieht natürlich logischerweise ein wenig anders aus, wenn ich hier, und hier kann ich mich spielen mit diesen Dingen und kann ein Gefühl dafür entwickeln. Ja, das Ganze kann ich in Profit-Loss machen, das Ganze kann ich mir prozentual anzeigen lassen, das Ganze kann ich mir mit Contract-Values anzeigen lassen und das Ganze mit Percentage of Maximum Risk. Ja. Ich denke, das Profit-Loss ist das Einfachste und du kannst dir das nicht nur, wenn du sagst, ich bin jetzt nicht so der visuelle Typ, ich brauche mehr Zahlen, dann kannst du dir das Ganze auch in Zahlen ansehen lassen und kannst hier natürlich genauso mit den Zahlen spielen und du siehst, wie sich diese Zahlen hier verändern. Ja, und das ist natürlich was sehr, sehr Cooles und sehr, sehr Spannendes. Ich nutze dieses Option-Strat vor allem wie, ja, Put Gambit beschreibt ja der Erik Ludwig in seinem Buch. Wer es noch nicht hat, Hedging mit Optionen, Top-Empfehlung von mir. Extrem cooles Buch. Ja. Also ich kann mir ein Put Gambit anschauen damit. Das heißt, ich kann mal eine mit einem Cash Secured Put starten und kann dann schauen, was ist denn, wenn ich jetzt dazu nehme, noch eine Put-Option, da das Put Gambit einfach draus baue. Ja. Was passiert denn dann? Ja. Und ich kann durchaus komplexe, wirklich komplexe Sachen wie einen Covered Short Straddle zum Beispiel oder wie einen Jade Lizard, kann ich mir alles ganz genau anschauen und kann mir alles ganz genau hier aus der Baldovern, wie was am besten ist. Ich bin immer der grafische Typ eher, ja, und kann halt schauen, okay, wenn ich vom Jade Lizard hier ein bisschen was verschiebe, wie ändert sich denn das Profit Loss, ja, und was passiert eigentlich, wenn ich da in der Expiration Time nach vorne gehe, wie sieht es da eigentlich aus? Dann kann ich das wieder ein bisschen größer machen, um das ein bisschen Überblick zu haben. Ja. Und was passiert eigentlich, wenn die Volatilität enorm steigt, dann noch dazu? Aha, okay. Also da kann ich extrem viel tun und extrem viel machen und kann mir hier vorgefertigte Dinge immer wieder anschauen. Das Coole, was ich noch finde, du hast hier unten immer Limited Profit, Limited Loss, also Bullish, also es wird immer genau beschrieben, was ist die Strategie einfach, wo sind die Risiken, wo sind die Chancen, also wer sich damit beschäftigen will, kann sich das auch hier anschauen, wer nicht weiß, was eine Long Combo ist, also ich bin jetzt auch nicht, muss ich ganz offen und ehrlich sagen, einen Strip habe ich jetzt noch nie bei einer Option gemacht. Also, ja, sonst auch noch nicht, aber gut. Jetzt hätten wir das auch Bild aus dem Kopf, ich weiß. Ja. Genau. Also du hast hier viele, viele spannende Sachen und ja, kannst dir vieles, vieles anschauen. Das ist das eine. Und dann hast du hier noch die Optimize-Sache, dass du einfach sagen kannst, okay, ich will jetzt, nehmen wir den Earnings Trades, der Falco hat es ja schon angedeutet, ich will einen Earnings Trades auf PayPal machen, okay? Ich will einen Earnings Trades auf PayPal machen und ich will mir jetzt einfach anschauen, was ist denn für mein Depot und für mich alles, was ist denn da das Beste? Ja? Und ich sage jetzt, diese Earnings wären von PayPal und das bitte Disclaimer, das ist jetzt keine Ahnung, wie die Earnings von PayPal ausgehen, aber ich sage jetzt einfach mal hier Very Bullish. Ja? Very Bullish, das sagt jetzt, es ist ein Kursziel von $205. Okay, ich kann es natürlich auch manuell einstellen, ich kann einfach sagen, okay, $200 ist mein Kursziel, das sind plus 18%, das wäre jetzt in dem Fall in seiner Strategie, also alles über 20% hier ist Bullish, Very Bullish, und so weiter. Ich kann da noch einige andere mir natürlich auch ansehen, ganz klar. Und dann kann ich sagen, okay, ich habe $200, was habe ich denn für ein Budget? Ja, ich habe vielleicht nur $1,000 Budget für diesen Trade. Was kann ich denn um diese $1,000 hier machen? Ja, und dann klopfe ich das hier rein und dann verschwinden hier schon ein paar. Ja, das heißt, mir bleibt nur noch der Long Call, der Bull Call Spread, Bull Put Spread und Broken Wing, Put Broken Wing Butterfly über. Ja, also das sind dann die nur noch überbleiben. Und ich habe mit einem Blick, habe ich ja dann wirklich die Möglichkeit zu schauen, okay, was ist der Return on Risk, ja, was ist mein Profit und wo kann es hingehen. Ja, und habe hier immer die Charts ein wenig eingeblendet, die Profit-Loss-Charts und kann mir das hier auch immer einstellen. Ja. Wenn du die Premium-Version davon nimmst, ich mache das alles mit der kostenlosen Version hier, ja, also du brauchst hier keine Premium-Version. Wenn du die Premium-Version nimmst und dann sagst, okay, ich gehe jetzt hier in diesen Long-Call-Trade rein und schaue mir das genauer an. Ja, jetzt kommen wir dort zu der Grafik, wo wir vorher waren. Ja, und schaue mir an, okay, Long Call, super, also dann wird die Volatilität wahrscheinlich ein bisschen sinken. Und 11. Februar, was ist denn, wenn ich den 18. Februar mache? Also kann ich genau wieder alles anschauen, wie verändert sich Profit Loss, wie verändert sich Break Even, wenn ich hier ein bisschen was anders mache und wenn ich hier ein bisschen was anders einstelle.
Ich kann meine Trades auch speichern hier, um sie dann nachher mir nochmal anzusehen. Ja, also auch das geht. Ja, ich habe jetzt hier einen neuen Account eröffnet und nur für diesen Livestream, weil ich gerade wieder was teste, was ich noch nicht öffentlich zeigen kann. Ja, aber ich kann dann hier auf Save Trades gehen und kann sehen, okay, hier habe ich noch nichts gespeichert drinnen. Ja, das ist einfach so. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe zurück auf Optimize, dann bin ich jetzt hier wieder bei PayPal und ich gehe wieder auf den Long Call und ich kann sagen, ich save diesen Trade. Dann habe ich hier den Trade gesaved und dann kann ich hier noch einen Namen eingeben, kann noch ein bisschen was dazu beschreiben. Das Ganze wird gespeichert und damit kann ich dann sehr, sehr schön auch im Nachhinein schauen, was wäre denn aus diesem Trade geworden. Ich bekomme hier sogar einen Link zu diesem Trade und kann den theoretisch mit anderen teilen und kann sagen, hey, was hältst du denn davon? Ja, also mein Mentor, ich habe schon öfters erzählt, dass ich einen Mentor habe, der zwar wenig mit Optionen macht, aber wenn er was mit Optionen macht, dann kriege ich immer hier so einen Link geliefert. Genau, also das auf jeden Fall spannend. Gibt es übrigens auch fürs iPad, fürs iPhone, also für Google-Geräte, kannst du dir herunterladen, ist wirklich absolut kostenlos. Und wenn du upgradest, dann hast du halt hier noch mehr Informationen. Also hier hast du Chance of Profit ist hier noch drin, dann hast du hier drüben dann noch die Griechen normalerweise, die sind jetzt da drin, genau. Die sind jetzt nicht bei jedem, glaube ich, bei jedem eingeblendet, bei jeder, also beim Long Call, hier sind sie jetzt eingeblendet. Ich glaube, die sind auch nur, manchmal ist das Profit und wenn du upgradest, wie gesagt, ich setze da eine Empfehlung von mir, 14,99 im Monat oder 120 oder 150 Dollar im Jahr, da hast du dann noch viel, viel mehr. Unter anderem diesen Flow hier, wo du schauen kannst, okay, was gibt es denn Besonderes bei den Optionen und so weiter. Hast auch Live-Preise dabei, Market-Events und News und so weiter, also einige Dinge mehr und das ist natürlich auch etwas, was relativ spannend ist. Ja. Kann man sich durchaus überlegen, ich finde es auf jeden Fall ein extrem spannendes Tool. Soweit ein kurzer Einblick, das war es eigentlich jetzt schon wieder, also es kannst extrem viel mit diesem Tool machen. Du kannst dir natürlich auch das Historical Chart hier ansehen, klarerweise. Und ja, vieles, vieles mehr. Und das ist natürlich etwas, was ja einfach spannend ist, wo ich mich immer wieder damit herumspiele, wenn ich neue Trades eingehen will und wo ich sage, okay, auch heute wieder bei einem Trade, ich wollte heute an und für sich in ich stehe schon auf der Leitung, wo wollte ich heute rein? Ich habe ein paar Mal versucht, hier mit diesen Bildern was zu machen. Ich habe sie, Applied Materials wollte ich rein, genau. Ja, also da in Amat wollte ich heute rein. Kurs ist mir ein bisschen zu schnell entflutscht hier und haben mir gedacht, okay, dann habe ich mir angeschaut, okay, wenn ich hier raufgehe mit den Strike-Preisen, was bringt mir das? Genau das, diese Szenarien habe ich hier alle mit dem Option Trader durchgespielt und habe dann festgestellt, okay, nein, der Trade ist einfach davon gelaufen, ist einfach so. Lassen wir es gut sein, es gibt noch andere. Ja. Insofern das natürlich hier auch eine extrem spannende Sache. So viel also zum Option Strat Tool. Wenn ihr dazu irgendwelche Fragen habt, dann sehr, sehr gerne her damit. Expected Market Maker Move 155 bei PayPal morgen. Ja. Mal schauen. Genau. Die Werte sind, ja, die sind delayed. Also ich schätze mal so wie überall 20 Minuten delayed. Jübi, ich habe es jetzt nicht nachgelesen, aber ich gehe davon aus, wenn irgendwas delayed ist, ist das meistens so 20 Minuten delayed. Also ist jetzt nicht so, dass du mit den, oder arbeitest du mit den Endwerten von gestern? Nein, ich glaube nicht. Das müsste ich mir anschauen. Also das ist jetzt für mich nicht so die Dramatik, ja, müssen wir sich anschauen. Also wenn ich jetzt da, warte, ich gehe mal auf, warte, da haben wir es eh stehen, delayed, 15 Minuten, ja, 15 Minuten delayed. Also damit kannst du absolut arbeiten, ohne große Probleme, ja. Genau. Sind halt auch die Optionsdaten dann natürlich 15 Minuten delayed, ganz klar. Also da müsstest du dann upgraden, dann hast du da die Realtime-Daten drin auf jeden Fall. Aber es ist gerade zum Lernen, weil ich immer wieder diese Nachrichten bekomme, ja, wie setze ich das auf, wie mache ich das auch so, wie mache ich vielleicht einen Income Strangle, wie passe ich meinen Income Strangle auch an? Ich glaube, auch das ist spannend. Also wenn jemand einen Income, irgendwie einen Income Trade hat, ja, muss er jetzt kein Strangle oder Straddle oder was auch immer das sein kann, ja, dann ist ja auch der oft eine Seite dieses Trades oft in Gefahr, eine Seite muss nachjustiert werden. Und genau mit diesem Tool kann ich mir auch eben anschauen, okay, was passiert, wie, wenn ich nachjustiere in dieser Form, was passiert dann? Wie verändern sich meine Take Profits? Also gerade für die komplexeren Strategien, denke ich, ist es unglaublich wichtig. Ja, genau.
Ja, genau. Also du kannst die aktuellen Daten eintragen, aber ich glaube, das, ja, das ist dann, das ist, also wenn sich da nicht gravierend was tut, ist das jetzt nicht so tragisch, wenn ich mit anderen Daten arbeite. Also das funktioniert schon. Hier kannst du deine Daten natürlich eintragen und dann kannst du reingehen. Und ja, also das ist, ich sehe es jetzt nicht als so tragisch an. Es öffnet sich auch immer ein neues Fenster. Auch das finde ich schon mal sehr, sehr cool. Und das, ja, also du kannst hier relativ viel anpassen. So, und damit kommen wir zum zweiten Tool, das ich euch vorstellen will. Das ist der Option Visualizer. Das ist meiner Meinung nach ein bisschen weniger bekannt in der Szene. Zumindest plaudern sehr, sehr wenige drüber. Kann aber nichtsdestotrotz auch auf jeden Fall ein extrem spannendes Tool sein. Ich habe euch den Link soeben in den Chat hineingepostet. Einerseits hast du hier die Upcoming Earnings mit Analyst-Sentiment und Option-Sentiment, hast hier einiges drinnen, aber das ist gar nicht das, worum es mir hier geht, sondern mir geht es hier um diesen Use-Option-Screener. Und da hast du wirklich einen Option-Screener drinnen, der ein bisschen anderes ist als die anderen Option-Screeners hier. Und das ist etwas, was ich auch ab und zu mal ganz gerne verwende, um mir einfach gewisse Dinge anzusehen. Du kannst hier zum Beispiel sagen, du kannst hier zwischen Stock-Filters wählen und Option-Filters. Ja, ich gehe jetzt einfach mal auf Option-Filters und sage jetzt mal zum Beispiel, ich will eine, ja, was nehmen wir? Ich will einen Strike-Preis, ja, also das ist auch immer wichtig, Strike-Preis, dann Add-Filter und ich sage, das soll zwischen $10 und $50 liegen. So, und ich will einmal nur Puts handeln. So, das ist mal Punkt 1. Ja, der Strike-Preis. Dann kann ich sagen, ja, ich will aber nur Optionen mit einem gewissen Open Interest haben, ja, weil darunter interessiert es mich einfach nicht. Dann sage ich, Open Interest muss mindestens ja, 1000 sein. Ja, 1000 ist vielleicht ein bisschen viel, nehmen wir 500. 500 bis von mir aus egal, nach oben keine Grenze. Ja, genau. Und dann kann ich noch sagen, ja, vielleicht ein gewisses Delta. Ich suche Optionen, die ein gewisses Delta haben. Gibt es aber gewisse Strategien, die auf einem gewissen Delta beruhen natürlich? Das kann natürlich auch immer wieder was sehr, sehr Spannendes sein. Ich gehe aber jetzt weiter und sage, ich will jetzt die Stockfilters mir anschauen und vor allem will ich jetzt mal ein PE-Ratio haben, das positiv ist. Ja, das heißt, mein PE-Ratio soll Lower Range zumindest 0 sein. Upper Range lasse ich jetzt mal offen. Ja. So, das ist das eine. Und dann sage ich, meine Aktie sollte einen IV-Rank, so, wo haben wir den IV-Rank? Damit arbeite ich oft hier, den IV-Rank. Meine Aktie sollte einen IV-Rank von mindestens 50 haben. So, und dann kann ich hier execute und kann schauen, gibt es dazu im Moment irgendwelche Trades? Und du siehst, hier werden jetzt 2,6 Millionen Optionsketten durchsucht. Hier oben sieht man das, 2,6 Millionen Optionsketten. Es werden aber maximal 1000 Results hier angezeigt. Ja, mehr zeigt er da nicht an, aber 1000 ist eh schon viel zu viel. So, und wenn ich jetzt hier runtergehe, dann habe ich halt ein paar Optionen, die ich mir halt dann im Prinzip genauer anschauen kann. Royal Dutch Shell würde ich jetzt kennen, ansonsten nicht viel und habe hier dann auch gleichzeitig, okay, Implied Volatility Rank ist 60, Open Interest ist 573, PE Ratio, das würde für mich passen und ich kann hier dann reingehen und kann mir hier ein neues Fenster dann aufmachen und kann mir alles ganz genau zu dieser Option anschauen, bekomme gleich auch die Optionsketten geliefert, bekomme die Optionspreise, die meiner Meinung nach auch delayed sind. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ich schaue mir das meistens Pre-Market an, also ich weiß jetzt gar nicht, ob die delayed sind oder nicht und kann mir hier dann wirklich alles anschauen und kann hier schauen, was trifft denn genau auf das, was ich hier im Filter eingegeben habe, zu. Ja. Ich kann das Ganze auch mit einem Link sharen, also ich könnte diesen Link jetzt hier, ich poste ihn mal in den Chat, des Spaßes halber, also wenn ihr da draufklickt, dann könnt ihr auch hier wieder, okay, ich kann ihn nicht in den Chat posten. Okay, 20 Minuten steht oben links. Super, danke Robbe. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ja, also passt das auch wieder. Ja? Also ich kann den Link jetzt komischerweise nicht sharen. Ich kann schon wieder keinen Link in den Chat geben. Warum kann ich keinen Link in den Chat geben? Okay. Warum auch immer. Man weiß es nicht so genau. Aber ihr wisst, was gemeint ist. Also da kann man dann durchaus was teilen. Funktioniert jetzt hier bei mir nicht in meinem depperten Chatfenster. Und auch das finde ich immer wieder spannend, dass ich hier einfach gewisse, vor allem nach Volatility Rank suche und mir halt wirklich hier Puts oftmals raussuchen kann. Also da würde ich jetzt nichts traden, was da heute dabei ist. Aber manchmal sind da schon ganz spannende Trades dabei, wo man sagen kann, okay, die haben einen Implied Volatility Rank, der in Ordnung ist. Die haben ein Open Interest, was in Ordnung ist und so weiter und so fort. Und ich kann mir dann hier wirklich aus der Optionskette,
Ja, also da würde ich mir jetzt empfehlen, den bleiben wir bei Royal Dutch Shell, den Put Expiration 17.06., warum auch immer, ja, weil der halt das Open Interest hat, das ich will. Ja, und dann das PE Ratio wird immer gleich sein. Ja. Also wenn ich mit dem Open Interest runtergehen würde, würde wahrscheinlich noch ein paar Mal Shell hier kommen. Also dem würde mir anbieten, also den 17.06. Ja. Also da kannst du dir dann wirklich alles ganz genau anschauen und nochmal durchschauen. Und ich finde das auch mal ein bisschen eine andere Art zu scannen und einfach mal nach Trades zu suchen, vielleicht nach gewissen anderen Kriterien, die man eben jetzt nicht so hat. Du hast hier oben auch pre-made Screens, ja, die ganz spannend sein können, die ich auch immer durchschaue. Ja, zum Beispiel die Unusual Options Activity finde ich ganz spannend. Ja, wo einfach geschaut wird, okay, was sind so, wo sind so die größten Änderungen. Ja, es dauert manchmal, bis das lädt, ja, aber dann siehst du schon, okay, hier bei diesen Optionen tut sich gerade einiges. Da ist was, also auch da kann man sehr, sehr viel von diesen vorimplantierten meinen. Ein Implied Volatility Spike finde ich auch ganz spannend, ist gar nicht noch nicht so lang dabei. Ja, also hier hast du einige Möglichkeiten, hier was durchzusehen, kannst ein bisschen anschauen, wie machen die das, wie machen die Filter. Und kannst den Filter natürlich jederzeit erweitern, wenn du sagst, okay, ich habe da noch was anderes. Ja, also hier, da spielen sich schon ein bisschen andere Implied Volatilities ab, wobei das jetzt nicht der, das ist jetzt nicht der Rank, sondern das ist die wirkliche implizierte Volatilität. Ja, also da hast du dann schon andere, das wären jetzt da sehr, sehr viele, die da rauskommen. Ja, also ich finde das extrem spannend, ein bisschen nach anderen Kriterien mal zu suchen und auch hier vielleicht seine Filter dazu zu geben, finde ich wirklich, wirklich cool. Ja, also auch Calls with Highest Profitability, ja, mein Englisch ist nicht das Beste, wie man sieht. Ja, also hier gibt es einiges Spannendes zu sehen und da kann man sich einfach durchblättern und kann auch mal schauen, okay, wo spielt denn die Musik bei den Optionen gerade und wo kann ich vielleicht für meine Strategie, die da irgendwie passt, ja, und wir werden das dann ja als zweiten Teil im 2200K-Project, werden wir im zweiten Teil gemeinsam eine Strategie bauen und da könnten diese Filter schon spannend werden. Ja, jetzt bauen wir mal die eine fertig. Ja, wir haben ja schon die ersten Trades heute wieder, zwei neue heute hinter uns, aber ja, da gibt es dann eben extrem viel zum Schauen. Und gerade da, wenn es um eine Strategie geht, die ich bauen will, ja, die ich mir zurechtlegen will, kann ich hier wirklich sehr, sehr viel Spannendes machen. Ja. Also, Berkshire Hathaway, Royal Dutch Shell relativ häufig da. Ja. Also, da sind einige dabei, die auch spannend sind. Blättert es einfach mal durch, schaut es euch durch, was ihr für euch brauchen könnt. Ich finde die beiden Tools spannend. Ich weiß nicht, schreibt es vielleicht mal in den Chat hinein, wer beide kannte oder wer nur eines davon kannte oder keines vielleicht oder welches ihr gekannt habt. Also ich finde beide extrem cool und beide extrem spannend und ja, das sind halt komplett unterschiedliche. Man kann dann natürlich auch, was ich sehr, sehr oft mache, ist dann natürlich hier die Optionen zu nehmen, um mir dann nochmal hier vielleicht anzuschauen mit ein bisschen einer anderen Strategie. Auch das kennt man gut und ja, ich finde die beide cool. Ja, super. Also ein paar kommen schon. René, ich kannte beide nicht. Lukas, das erste. Zwei schaut spannend aus. Ja, also einfach mal ein bisschen spielen damit, wie man so schön sagt. Ja, ein bisschen gamblen. Ja. Man muss sich das einmal anschauen. Genau. Also Barchart ist auch nicht schlecht, schreibt der Robby. Ja, absolut, Robby, vollkommen richtig. Auch Barchart nutze ich natürlich, habe ich schon in einem Livestream und auf YouTube vorgestellt. Barchart hat da auch viele, viele Möglichkeiten. Es hat halt jedes Tool so ein bisschen seine Vorteile und die kann man ruhig auch ausnutzen. Und ja, auf jeden Fall etwas sehr, sehr Spannendes. Genau, so viel meine Vorstellung zu diesen beiden neuen Tools. Ich freue mich, dass zumindest das zweite, der Option Visualizer, noch nicht so bekannt war, dass ich hier nicht über Dinge plaudere, die eh schon unendlich bekannt sind. Das freut mich auf alle Fälle sehr. Ja, super. Super. Na, freut mich auf jeden Fall. Wenn ihr andere Tools kennt, schreibt es mir bitte auf Option Trading Pal. Ja, ich schaue mir die gerne an. Ich bin ja ein bisschen ein Tool-Freak, ich muss es sagen. Ja, also sehr, sehr gerne her damit, dann schaue ich da drüber. Und das Coole am zweiten ist, also das ist vollkommen kostenlos. Das heißt sogar Free Option Screener. Ja, also das finde ich wirklich, wirklich spannend. Und man kann dann natürlich auch nach Tickern suchen. Also ich kann jetzt hier auch Amat eingeben. Bam. Bevor ich wieder Schimpfer hier bekomme. Also man kann auch Amat eingeben und kann dann natürlich hier sich
genau diesen Screen, den wir hier gerade hatten, noch einmal genauer anschauen und kann schauen, wie ist das Open Interest, das Volume zu den verschiedenen, zu den verschiedenen Expiration Dates, ja, und kann halt da wirklich ein bisschen durchschauen. Finde auch die Analyst Ratings sehr, sehr schön und so. Also ja, es ist was ganz spannend ist. Genau. Ja, René, für deine Shortputs braucht man definitiv kein Tool. Da hast du vollkommen recht. definitiv. Ja, und damit sind wir schon beim Marktgeschehen eigentlich. Lasst mich kurz wieder umschalten auf meinen Monitor. Und man sieht sehr schön, das Spike, denke ich mal, ist vorüber. Ich werde mit meinem Straddle Hedge noch warten, bis ich ihn schließe. Der Erik sagt es ja im Buch auch sehr schön, da müssen wir noch warten, bis der Matzt hier mit der Signallinie, Jesus Maria, mit der Signallinie hier die Signallinie kreuzt oder bis einfach das Histogramm hier auf Null ist. Also da ist noch ein bisschen Zeit, den Hedge zu schließen. Ich habe heute aber schon meinen SPX-Hedge, mit dem zweiten, mit dem Putz, habe ich heute geschlossen, den ich im großen Depot hatte. Also der eine Hedge ist mal zu, der zweite ist noch offen. Ich bin der Meinung, die Korrektur ist beendet, ja, und ich werde jetzt auch sehr, sehr rigide neue Trades aufmachen. Heute, wie gesagt, waren zwei am Programm, die sehr, sehr spannend sind. Es ist natürlich nicht auszuschließen, und da bitte wieder unbedingt hier Disclaimer beachten. Ja. Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass wir jetzt nochmal einen Spike nach oben bekommen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich der VIX jetzt zumindest wieder in einen Bereich von so, ja, ich würde mal sagen 16 bis 20 da zurückbegibt. Also das ist ja so der Bereich, in dem er in letzter Zeit immer war. Ich kann das hier ein bisschen markieren, damit man das ein bisschen besser sieht. Also wenn er nicht gravierend ausgebrochen ist, dann war er eigentlich immer in diesem Bereich hier irgendwo zwischen 15, 16 und 20. Ja, also da war es zu ruhigen Zeiten, ist er hier gependelt, und ich glaube, dahin wird er sich relativ flott jetzt wieder zurückziehen. Man sieht es auch in den Indizes natürlich sehr schön, der DAX heute 1% im Plus. Ja, der ist in einer schönen Seitwärtsrange, die auch gehalten hat wieder mal. Ja, das sehr, sehr schön. Der Nasdaq oder der Standard & Poor's, auch die sind wieder klar im Erholungsmodus. Auch da geht es wieder klar nach oben. Ja, und genau, also von dem Bier-Putz-Spread hatte ich noch die Putz offen, die Calls hatte ich schon verkauft. Und ja, deswegen Blödsinn, die Putz, die Short-Putz hatte ich verkauft, die Long-Putz waren noch offen. Ja, der Tag ist schon wieder viel zu lang für mich heute offensichtlich. Genau, also das sehr, sehr spannend. Und ich denke mal, wir können noch in die Nasdaq reinschauen, in den Future oder so. Also es ist überall ziemlich gleich im Moment. Es sieht sehr, sehr aus, als würden wir zumindest nach oben gehen. Und das auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Sache, wie ich denke. Und ja, ein paar Werte hatte ich heute auf der Watchlist. Wie gesagt, Applied Materials ist mir ein bisschen davon gelaufen. Hier bei der Nasdaq können wir nochmal reinschauen. So, den Matz können wir jetzt wieder zumachen. Bei der Nasdaq können wir nochmal reinschauen. Ich gehe davon aus, dass es relativ schnell auf 3,70 raufgehen wird. Jetzt in den nächsten Tagen, jetzt nicht morgen vielleicht schon. Ich meine, heute haben wir schon einen riesen Weg zurückgelegt. Aber 3,70 ist so die erste Barriere, die zu überwinden ist. Jetzt hier bei diesem QQQ auf jeden Fall, also müssen wir dann auf den Nasdaq-Kurs umrechnen. Bei 380 ist die nächste, und die übernächste ist dann eben da bei dem Hochs bei 404, 405. Also das ist das, was der Nasdaq jetzt zurückkommen müsste. Ja, also das auf jeden Fall ein ja, durchaus spannendes Seed, und man sieht es ja auch, also es sind mal viele, viele Trades, Sono heute 7% im Plus. Ja, es geht ordentlich dahin heute. Mal schauen, ob das tatsächlich so hält. Es ist ja noch, der Handelstag ist ja noch recht lang. Ja. Twitter 5,6% im Plus, mRNA im Plus ein bisschen. Ja. Die haben heute die Vollzulassung für Amerika bekommen. Aber auch die anderen Reihe, Apps 10% im Plus. Ja, also gerade die jetzt wirklich gestraft worden sind, unheimlich, die haben jetzt natürlich hier einen Bounce nach oben wieder, und das finde ich schon sehr, sehr spannend. Der Lukas schreibt schon, ja, es tut gut für die Seele, ja, definitiv. Ja. Ja, und deswegen ist es auch an der Zeit für mich, die Portfolioallokation nach oben zu fahren. Ich mache das nicht sehr, sehr schnell. Heute zwei Trades im 20-200K-Project, die beide ganz gut laufen, und ja, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Zeit, denke ich, und man muss halt schauen, dass man jetzt nicht zu riskant, meiner Meinung nach, es gibt sicher welche, die jetzt da voll riskant reingehen, aber das ist auf jeden Fall etwas, was ja
durchaus sein kann, dass wir hier jetzt wieder ein bisschen raufgehen. Ich meine, der nächste, bei Apps ist die nächste Hürde ja bei 47 dann. Ob das jetzt zu einem Widerstand wird, kann durchaus sein. Und deswegen, ja, mal schauen. Okay, Marc, vielleicht neu starten, dann einfach zumachen dem Browserfenster und neu starten, dann soll es wieder klappen. Danke, Robby, danke, Iris. Ich hoffe, es läuft alles. Ich habe alles auf ein Minimum reduziert hier heute im Stream. Nur ein Bildschirm, also zwei jetzt da und sonst gar nichts. Also ich hoffe, es läuft. Ja. Genau, super. Also das dazu. Und ja, wenn ihr Underlines habt, die ihr besprechen wollt, dann sehr, sehr gerne her damit. Ja, also ja, Earnings ist halt natürlich eine Earnings ist so die Frage. Ja. Also wir haben ja, der Dienstag und der Mittwoch wären ganz entscheidend. Ja. Wenn ich auf Earnings Whisper hier gehe, dann dürfen wir uns natürlich nicht zu früh in Sicherheit wiegen, weil wir haben morgen und übermorgen, und das ist schon entscheidend, deswegen bin ich noch relativ vorsichtig auch, wir haben morgen und übermorgen ein paar Schwergewichte, die wir verdauen müssen. Wenn da was schief geht, dann kann sich das Ganze sehr, sehr schnell umdrehen. Ja. Also wir haben morgen zum Beispiel UPS, wir haben die Pulte Group, wir haben aber noch ein paar andere Schwergewichte. Das ist jetzt hier ja, dämlich sortiert. Wir haben PayPal, glaube ich, kommt morgen oder übermorgen. Wir haben Amazon bald, am Donnerstag, glaube ich, kommt Amazon. Also ein paar wirkliche Schwergewichte kommen jetzt demnächst. Da muss man schon ein bisschen vorsichtig noch sein, wenn da etwas schief geht. Ich meine, Apple und Microsoft haben super Ergebnisse geliefert, aber trotzdem muss man noch ein bisschen vorsichtig sein, denke ich. Aber ich werde jetzt nach und nach meine Long-Positionen ausbauen und mal schauen, wie sich der Tag heute überhaupt noch fertig entwickelt. Wir haben ja in den letzten Tagen so eine Volatilität gehabt. Kann ja durchaus sein, dass wir heute wieder im Minus schließen. Also alles ist möglich. Genau, Waste Management kommt am Mittwoch, Ferrari, Thermo Fisher, ja, auch sehr, sehr wichtiger Wert, Humana, genau, also es sind einige spannende da, die hier kommen, und da muss man schon ein bisschen vorsichtig noch sein. Wenn da was schief geht, kann es durchaus wieder in die andere Richtung drehen, aber nichtsdestotrotz, ich denke mal, dass, mal schauen, wie es so geht. Ja, also man muss mal schauen, wie es kommt, und dann kann man weiter entscheiden. Bin im Moment voll investiert, muss erst Platz schaffen. Ja, so geht es vielen im Moment. Ich hoffe, dass jetzt wirklich auch für euch dann die Zeit kommt, wo ihr Platz schafft. Ich war ja zum Glück jetzt nicht so stark investiert mit meinen Bull-Call-Spreads. Habe ich ja da ein bisschen ein Glück, dass ich die in Österreich handeln kann. Ich kann ja einen Trade sagen, den ich heute gemacht habe in meinem Hauptdepot. Das ist nämlich nicht der Trade vom 100K Project, die werde ich auch ab und zu erzählen, aber erst ein bisschen mit Verspätung. Ja, die zwei, die wir da gemacht haben, ich habe heute auf Walmart einen Cash Secured Put verkauft zu 1,75. Ja, eine super Prämie für Walmart. Ja, und das sieht schon mal ganz gut aus hier. Ja, und da gibt es eben noch ein paar weitere. Also Microsoft steht ja jetzt ziemlich still. Ja, also auch Microsoft, denke ich, ist ein Trade, der für morgen vielleicht spannend werden kann, der ganz interessant ist. Ich weiß gar nicht, wie Apple heute steht. Aber wenn ihr Underlines habt, die für euch spannend sind, dann postet die gerne wie immer in den Chat hinein, und schauen wir uns die an. Ja, ja, Apple stark, Apple bärenstark, ja, Wahnsinn. Also wieder 1,67% ins Plus, da ist bald Dividendentag, ja, also aufpassen auf das. Und wie ihr so sehen könnt, also alle Option Trading Pal Premium Plus Mitglieder, hier ist schon der neue Indikator, der ist für euch auch schon freigeschalten, für alle. Ja, also einfach gerne mal reinschauen. An dieser Stelle nochmal danke, lieber Thomas. Ich habe den Thomas auch verlinkt dann natürlich unter dem Indikator-Video. Da gerne mit Thomas vernetzen und mit ihm plaudern. Also das sehr, sehr stark. Das ist jetzt mal die Version 3 des Indikators. Der Thomas hat schon und ich haben schon ein paar Ideen noch. Wir werden jetzt die Short-Seite dann mal ausbauen, damit auch die mehr Anzeichen bekommt. Wir werden Alerts einbauen. Also der Thomas wird das machen. Ich bin ja noch ahnungslos, was das betrifft. Ich würde es gerne auch lernen. Aber ja, schauen wir da einfach mal, was sich da tut. Also da bitte gerne reinschauen in den neuen Indikator. Ja, Berkshire Hathaway, wollte ich einsteigen, ist ja so eine Empfehlung vom Lars Eriksen gewesen, aber das wäre für mich eher was gewesen für mein Langfristdepot. Ja.
Berkshire Hathaway, ja, also die haben ja wieder mal ordentlich zugeschlagen und die waren auch in der Krise jetzt nicht so betroffen, wie man sieht, also in der Korrektur. Um Gottes Willen, ich sage hier Krise. Ja. Aber da sieht man wieder, wie schön charttechnische Unterstützungen und Widerstände sich umdrehen können. Ja. Hier war es lange Zeit ein Widerstand, jetzt da ist es eine schöne Unterstützung gewesen hier. Ja, also da hätte man durchaus zuschlagen können, charttechnisch sehr, sehr spannende Konstellation gewesen. Ja, und aus dem Seitwärtstrend sind sie jetzt nach oben ausgebrochen. Also auch das sicherlich eine spannende Aktie. Ein bisschen was Passiveres hier, aber definitiv was sehr, sehr Spannendes. Absolut. Ja, cool. Gibt sonst keine Vorschläge heute von euch? Keine neuen spannenden Underlyings, die ihr habt auf der Liste? Ja, sehr weit unten gekauft ist natürlich immer super, René. Absolut top, absolut top. Genau. Trow, okay, Trow kenne ich gar nicht. Schauen wir es uns mal an. T. Rowe Price Group. Auch sehr spannend. Ja. Man sieht es, der Indikator schlägt an. Super Kerze gestern. Hoher Umsatz auch bei diesem Hammer. Ja, wie bei vielen gestern viele extrem, also gestern am Freitag extrem viele Hämmer ausgebildet. Sieht echt spannend aus. Der Indikator schlagt hier auch an mit ja, doch klarer Signifikanz. Ja. Also wenn du da schon drinnen bist, dann sehr, sehr gerne drin bleiben, denke ich. Extrem spannender Trade, da kann man sogar noch einsteigen, denke ich. Also bei dem, was die Aktie hier wirklich abgegeben hat, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie die fundamental ausschaut natürlich, aber die hat ja auch 22% in ein paar Tagen hier nochmal verloren und das nicht mal vom Top. Ja. Also da kann es schon raufgehen bis auf 170, 176, optimalerweise natürlich hier wieder bis auf 187, aber da muss man ein bisschen aufpassen. So optimistisch bin ich jetzt noch nicht, ja, dass ich sage, wir haben das schon alles hinter uns. Ja. Da wäre ich noch ein bisschen auf der vorsichtigen Seite, aber ich bin generell, wie ihr vielleicht an meinen Trades ja seht, generell ein sehr vorsichtiger Trader und ja, wäre ich noch ein bisschen vorsichtig. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir neue Hochs generell einmal sehen. Ja, Enphase hatte ich lange auf der Watch, steht glaube ich eh noch auf der Watchlist. Ich muss hier nur immer am Schwenker des Mikrofons vorbeischauen, deswegen schaue ich so blöd. Ja, heute 10% im Plus oder so. Extrem spannende Aktie auch, die unheimlich viel verloren hat. Die zählt ja zu unserer AAA-Watchlist. Ja. Und ja, mega spannend. Ja. Also das wäre auf jeden Fall eine Aktie, die man nach wie vor kaufen kann. Aber auch hier kommt schon das erste Hindernis kommt hier schon daher. Ja, so bei 143. Ja, da muss man schon ein bisschen aufpassen, plus die Earnings kommen schon. Ja. Genau, also das sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Hat auch enorm viel verloren. Also wenn wir uns das anschauen, Enphase, die sind ja runtergekracht auch. In ein paar Tagen, ja, also 48 Bars, nicht einmal zwei Monate um 60%. Und das ist ein Top-Unternehmen, ja, also ein absolutes Top-Unternehmen, Enphase. Ja, und hat es hier wirklich auf das wirklich auch wieder punktgenau die Landung hier, ja, wenn man es nur vorher wüsste. Ja, also Charttechnik ist schon was Spannendes, ja, definitiv. So, der Falco schreibt, ich habe einen Long Put auf den VIX verkauft, als er bei 37 war. Herzlichen Glückwunsch, ja, super. Mal schauen. Also ich denke schon, dass er jetzt normalerweise, ich werde den Straddle wahrscheinlich morgen auflösen. Ich denke, dass morgen das soweit sein wird. Da auf jeden Fall auch spannend. Ja, der Robby schreibt schon, Enphase hat in 8 Tagen Quartalszahlen. Da ist ein bisschen Vorsicht angebracht, aber ja. Genau, viele sind da wieder auf den fundamentalen Wert zurückverkauft. Genau. Super. Auf Enphase zu 110. Ja, also super. Ja, super Einstieg, 110. Also ich glaube, aus dem wirst du, wenn du einen Tick Profit hast, wirst du definitiv ausgestoppt werden. Denke ich mal, Philipp. Definitiv, ja. Coin, Iris Maria. Coin, sehr, sehr gerne. Wie schaut es mit meinen Bitcoins aus? Ich bin ja da jemand, der nur ganz, ganz selten reinschaut. Aber wenn ich jetzt Coin sehe, werde ich wahrscheinlich gleich wissen, wie es mit meinen Bitcoins ausschaut. Nicht so gut wahrscheinlich. Ja. Man sieht schon, Coin habe ich mal getradet, da zwischendurch mal nicht mit großem Erfolg, wie man hier schön sieht. Löschen wir das mal raus. Oder da können wir eigentlich alles rauslöschen, da brauchen wir nichts. So. Ja, Coin ist halt... Coin hat halt hier auch so, man sieht es schön, charttechnisch jetzt da,
es ist schon teilweise begrenzt. Man muss schon aufpassen, weil charttechnisch kommen die Widerstände jetzt bei vielen, vielen Unternehmen jetzt sehr bald daher. Und bei Coinbase ist es ähnlich. Ja. Coinbase hat hier definitiv einen schönen Widerstand. Ja. Der, also momentan noch eine Unterstützung, wie du hier siehst, ja, aber definitiv einen schönen Widerstand, auch wenn das so ist, wie es halt oft ist, dass die Aktie hier abprallt und wieder nach unten gehen kann. Ich glaube auch bei Coinbase, wenn die Earnings sehr, sehr spannend werden, bin mir nicht ganz so sicher, ob Kryptos so viel gehandelt wurden. Ich kann mir vorstellen, dass der Ausblick auch sehr, sehr schwach werden wird von Coinbase. Noch schwächer als angekündigt. Also da würde ich bei den Earnings auf jeden Fall aufpassen. Wie steht denn der Bitcoin? Bitcoin US-Dollar. Ja, der Bitcoin steuert halt auch. Also auch beim Bitcoin ist es ähnlich. Da ist auch jetzt nicht mehr viel Luft. Das war sehr, sehr lang, war das hier ein extrem wichtiger Bereich, diese 40.000, roundabout 40.000. Ich zeige das jetzt hier so ungefähr ein. Ist halt die Frage, brechen wir da jetzt möglichst schnell wieder durch oder nicht? Und was man beim Bitcoin noch sehr, sehr schön sieht, ist, dass der halt in einem Abwärtstrend ist, der schon sehr, 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 sehr krass ist. Ja. Also da kann es durchaus sein, wenn da mal was durchbrochen wird nach oben, ja, und das kann ein spannender Zeitpunkt werden. Also wenn Bitcoin noch ein wenig steigt, ja, also das wäre vielleicht ein Trade wert sogar. Also dann kann man auch, aber Coin hat halt Earnings. Bitcoin hat keine Earnings, Coin hat Earnings. Aber wenn die Aktie jetzt hier, lass mich das mal kurz einzeichnen. Hier liegt alles übereinander. Wenn die Aktie jetzt hier rauf geht, so, ich mache das ein bisschen heller. Oder wenn die Aktie, wenn Bitcoin, nicht die Aktie. Warum sage ich Aktie? Wenn Bitcoin hier jetzt drauf geht, sind wir an einem extrem spannenden Punkt. Ja? Also hier kann ich mir vorstellen, dass hier viele auf der Lauer liegen, hier oben dann, und sehr, sehr viele Kauforders im Markt sind und auch viele Stops liegen von denen, die vielleicht, ja, keine Ahnung, man kann ja mittlerweile Bitcoin auch shorten, nehme ich an, über die Futures. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber wenn das jemand weiß, einfach in den Chat schreiben, aber ich nehme mal an, dass man die Futures auch shorten kann. Also da werden wahrscheinlich einige Stop-Kurse liegen, von denen, die short sind. Also ich kann mir schon einen sehr, sehr explosiven Anstieg, wenn es mal darüber hinausgeht, kann ich mir schon vorstellen, dass das einen relativ explosiven Anstieg hier geben kann. Ja? Also charttechnisch sehr, sehr problematisch. Ja, kein Problem auf Bitcoin, schreibt der René. Danke, René. Ja. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass das jetzt hier so eine charttechnisch extrem spannende Marke ist und wenn man die überschreitet, dass da wirklich gleich wieder das Feuerwerk losgeht in Bitcoin. Ja. Also bei Bitcoin haben wir ja Kerzen drin, das ist ja unsagbar. Also ich habe meine kleine Venture-Position, wie ich sie nenne, in den Kryptos, die super gelaufen ist auch schon, also da darf ich mich eh nicht beschweren. Aber bei Bitcoin schaut sich mal nur diese Kerze an. Diese Kerze alleine hat 23%. Das ist einfach nur irre. Einfach nur irre. Ja. Genau, so viel dazu. Wo handelt ihr Bitcoins? Ich handle das über die Bison-App der Börse Stuttgart, ganz einfach. Ich habe dort bist du begrenzt mit deinen Kryptos, aber du kannst das jederzeit über die Bison-App der Börse Stuttgart handeln. Das ist irgendwie, geht über die Börse Stuttgart, informiere dich da bitte genauer dazu. Da kannst du das auf jeden Fall machen und ja, kannst hier auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut traden mit dieser App. Ich weiß nicht, wo die anderen traden. Es gibt ja auch Kryptobörsen, die ganz spannend sein können. Da kann man sich das auch anschauen. Man muss sich das überlegen, wo man da tradet und wie man da tradet. Also ja, einfach mal anschauen, die Bison-App. Ich finde die super. Ja, also ich kann da wirklich nichts sagen. Ja. Ist eine einfache App, wo du schlicht ganz einfach handeln kannst. Also ist wirklich nichts Gravierendes. Ja. Also ich kann es ja hier auch mal zeigen, so ein bisschen, wie die aussieht. Ich mache mich mal groß. Ja. Also aus 5.000 wurden 18.000. Also 5.000 habe ich in Krypto investiert. Momentan der Wert 18.000. Wir waren schon auf 40.000. Ja. Sieht ganz einfach aus und du kannst dann ein paar Märkte handeln. Bitcoin, Bitcoin Cash, Chainlink, Ethereum habe ich auch. Also Bitcoin habe ich, Ethereum habe ich und Ripple habe ich. Dann kannst du noch Uniswap, Litecoin und so weiter. Also kannst ein paar handeln da. Kannst das Ganze auch übrigens als Sparplan machen, ja, finde ich auch spannend, ja, also ein Krypto-Sparplan sozusagen, alles sehr, sehr spannend und genau, definitiv. Super, ja, ich hatte bei der Bison-App auch noch nie Probleme bisher, also echt,
Ah, der Lukas verleiht seine fürs Shorten, sehr gut. Jawohl, super, genau. Okay, also das auf jeden Fall Bitcoin könnte spannend werden. Schauen wir mal, ich lasse das mal eingezeichnet in Bitcoin. So, hier. Ich lasse das mal eingezeichnet in Bitcoin. Mal schauen, was da dann passiert. Ob wirklich die Kerzen da so halbwegs nachdem wir können. Können wir uns mal in einem der nächsten Streams genauer anschauen. Ja. Gut. Gibt es noch Underlyings, die ihr besprechen wollt? Und wir haben noch ein bisschen Zeit, hätten wir noch, ein paar Minuten. Dann sehr, sehr gerne her damit. Ansonsten, ja, die ich jetzt habe, Standard & Poor's, ist das S&P Global? Wäre noch ganz spannend. Peloton, hey, habe ich schon länger nicht mehr geschaut, Peloton. Ja. Schauen wir mal in Peloton. Piton. Übrigens ist es definitiv so, wie einige hier im Chat gesagt haben, auch das mal zur Aufklärung noch, dass die tatsächlich jetzt auch ein Absatzproblem haben. Ja, weil lange, lange Zeit, und da muss ich ganz offen und ehrlich sagen, muss man das Management dafür geißeln. Ja, sowas als Investor Relations zu machen, ist absolut katastrophal. Lange, lange Zeit von einem Supply Chain Problem zu reden und dann aber eigentlich ein Absatzproblem zu haben. Aber da ist jetzt, glaube ich, ohnehin ein strategischer Investor eingestiegen, der den CEO rausfeuern will. Und das kann ich wirklich nur unterstützen. Ein CEO, der so eine Investor Relations Arbeit macht, der gehört definitiv gefeuert. Ja, auch wenn er der Gründer ist, auch wenn er viel erreicht hat, auch wenn es cool war. Aber das ist einfach ein absolutes No-Go. Wenn ich ein Absatzproblem habe und das als Supply Chain Problem verkaufe, dann gehöre ich gefeuert. Da kann man sagen, was man will. Ja, ich habe ja auf Peloton meine Langzeitwette. Ich sage ja, Peloton wird übernommen. Ja, meine Prophezeiung war Apple oder Nike. Ja, mal schauen, ob es so wird. Also heute Peloton im Plus, die sind aber noch immer, und solange die hier in diesem Abwärtstrend gefangen sind, würde ich hier definitiv gar nichts machen. Also ich verlängere den mal. Also die werden definitiv erst spannend für mich, wenn die wirklich aus diesem Abwärtstrend ausbrechen. Die Earnings, ob da jetzt schon alles wirklich da ist. Also wenn ein CEO so lange eigentlich, ich weiß nicht, ob man Lügen sagen kann, aber gewisse wichtige Details verschweigt, nennen wir es so. Wenn ein CEO das macht, dann kann da durchaus noch mehr unter dem Teppich sein. Also das ist eine Aktie, wenn ich das früher gewusst hätte, hätte ich die für meine Langzeitwetten nicht gemacht. Ich bin immer davon ausgegangen, dass es ein Supply Chain Problem ist, und so wurde es auch lange Zeit dargestellt. Und jetzt haben sie ein Nachfrageproblem. Ja, also entweder habe ich ein Supply Chain Problem oder ich habe ein Nachfrageproblem. Das ist ja komplett konträr. Ich kann nicht beides haben. Deswegen würde ich diese Aktie einfach nicht mehr angreifen. Solange dieses Management am Werk ist, ist das für mich ein absolutes No-Go. Ja, genau. Genau, so viel dazu. Aber Peloton, ja, ich würde warten, bis dieser Abwärtstrend mal erledigt ist. Ja, also da muss man mal raus, und dann kann man immer noch weiterschauen. Aber der Indikator schreit auch heute hier sehr, sehr positives Signal. So. Bito. Ah, das Bitcoin ETF. Ja, aber bei diesem Bitcoin ETF bitte extrem aufpassen. Erstens mal seht ihr es hier schon, im Gegensatz zu Bitcoin, der ja 24 Stunden am Tag handelt, siehst du schon anhand der Gaps, die hier sind, dass das unheimlich katastrophal enden kann. Ja, also da sehr, sehr vorsichtig sein. Also das würde ich echt nur ganz vorsichtig angreifen. Und es ist halt auch so ein ETF, der ähnlich wie der VIX immer weniger wert wird. Ja, der sich immer automatisch, also du hast automatisch einen Wertverlust in diesen ETF durch die Rollverluste im Future, hast du automatisch Wertverluste, der darf ja nicht investieren. Was ich weiß, darf der ja nicht investieren in Bitcoin direkt, sondern nur in den Bitcoin Future. Und über den Bitcoin Future hast du die Rollverluste. Ähnlich wie beim VIX, ja, wie beim VXX besser gesagt, wie beim VXX hast du auch hier Rollverluste. Aufpassen bei dem. Du kannst da natürlich viel machen, aber du siehst ja, der hat ja fast täglich Gaps. Also da wäre ich auch sehr, 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 sehr vorsichtig. So, Lucky Luke wollte noch Peloton. Genau, Peloton haben wir schon. Bito war das nächste. Wann werden die endlich gekauft? Ja, ich hoffe bald. Riot, der Marco. Schauen wir mal, Riot habe ich schon lange nicht mehr geschaut. Riot, schauen wir mal, wie es in Markus geht. Ist Riot wieder am Ansteigen? Naja, gut, 305. Nein, ich weiß nicht, ich glaube, er braucht 15, um rauszukommen oder so. Ja, keine Ahnung, die sind halt auch abgestraft worden des Todes. Ist er noch drin in Riot? Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt schon öfters nicht mehr in seinen Streams gewesen. Aber ich muss da wieder mal reinschauen. Aber Riot ist halt schon, also wenn man sich das anschaut, vom Top jetzt da hier.
31 auf 3, ja, also das ist schon, das tut schon weh. Ja, das ist eh der Markus hier, die gelben Punkte ist der Markus, meistens mit seinen Ideen, ja. Also, da ist er, glaube ich, noch nicht draußen, das Ride. Palantir. Palantir. Ja, die sind ja auch extremst abgestraft worden, jetzt wieder nach oben. Auch bald Earnings, also naja, 15. Februar, ein bisschen Zeit ist noch hin. Ja. Auch da hatte ich eine lange einen Trade drauf laufen auf Palantir. Ja, im Prinzip ist das halt auch eine Aktie. Es sind halt Aktien, die jetzt dann noch nicht wirklich profitabel sind, vollkommen abgestraft worden. Bei Palantir würde ich jetzt momentan auch keinen Grund sehen, einzusteigen. Auch da schauen wir uns das an. Auch da können wir, löschen wir mal alles raus hier, auch aus Palantir. Auch da ist ja der Abwärtstrend noch intakt. Und solange der intakt ist, würde ich mal gar nichts machen. Aber der könnte jetzt, ja, na, da sind wir noch ein bisschen weit entfernt. Ja. Also das ist halt schon ein krasser Abwärtstrend hier. Und da muss man dann halt erstmal rauskommen. Insofern, wenn man da mal draußen ist, ist die Aktie sicherlich einen Trade wert. Aber da würde ich jetzt mal wirklich warten, bis da was kommt. Ja, genau. Lukas, warum fühlen sich plus 9% nicht so glaubhaft an? Ja, wenn du 90% gefallen bist, nutzen da halt die 9%, sind das halt ein Tropfen auf den heißen Stein maximal. Das ist halt das große Problem. Definitiv. So, CHWY. Chewy. Ja, auch hier gilt, ja, es ist halt, ich weiß, es ist manchmal zart zu warten, also zart würde der Wiener sagen. Ich weiß nicht, das ist hier jetzt kein Ausdruck, den man außerhalb von Wien oder Österreich kennt, glaube ich, zart. Ja. Aber ihr lernt es bei mir halt auch ein bisschen wienerisch hier. Das ist halt auch ein krasser Abwärtstrend, ja. Wenn ich den nach oben führe, ja, nein, nicht so wirklich, ja, aber ich könnte hier noch ein bisschen den weitermachen. Es ist immer schön das Zentrum, ja. Also ihr seht sehr schön, das Zentrum ist auch immer so ein Umkehrpunkt von so einem Abwärtstrend. Ja, würde ich auch noch ein bisschen warten. Ja, also das sind die Aktien, die so in Abwärtstrends gefangen sind. Wenn wir jetzt wirklich hier nur eine kurze Erholung haben und dann geht es weiter runter, dann sind die ja weiter im Abwärtstrend gefangen. Das ist halt ein bisschen gefährlich. Also würde es jetzt für mich auch noch keinen, abgesehen davon, dass die Aktie schon ein wenig angestiegen ist, würde ich jetzt momentan nicht einsteigen. Wenn du schon drin bist, Lucky Luke, dann ja, sehr, sehr gerne drin bleiben. Fiverr, die sind ja auch geprügelt worden. Ja, Fiverr kenne ich aus beruflichen Gründen, super Plattform. Ah, aber auch hier sind wir sogar aus diesem Abwärtstrend rausgefallen, da sind wir jetzt wieder zurück drinnen. Ja, und wenn ich jetzt mir ein bisschen den kleineren hier anschaue, auch da sind wir ja noch drinnen. Ja, also auch Fiverr, da kann die, bei den Earnings kann jetzt viel passieren, das muss man sich halt anschauen, aber bei den Earnings ist es halt spannend. Ja, also die könnten jetzt aber rausfallen bald, hier zumindest aus diesem kurzfristigen Abwärtstrend. Ja, also das kann schon spannend sein. Fiverr mit Sicherheit ein Top-Wert. Also ich glaube, so Unternehmen wie Fiverr, die profitieren von extrem viel. Die werden definitiv wieder mal oben ankommen. Aber die Frage ist halt, wann? Ja? Und die Frage ist halt auch, wenn ich aus dem Top auch hier, werden es wahrscheinlich 60-70% sein, nehme ich jetzt grob an, die verloren haben. Nehmen wir den heutigen Kurs, 75%. Das ist halt, ja, das sind halt auch die heutigen 16, wie viel? Hat es heute 16% halt auch nur einen Tropfen auf den heißen Stein. Ja, definitiv. Aber eine spannende Aktie auch, ja. Also extrem cool. Ja. GKS, Jinko Solar, dann ist das JKS. Jawohl, Jinko Solar. Ja, Jinko Solar ist spannend, weil die sind ähnlich wie der Walmart Trade, in den ich heute eingestiegen bin. Also da würde ich schon eher jetzt einen Einstieg sehen noch. Die sind hier. Jetzt habe ich die Farbe umgestellt, aber macht nichts, lassen wir es. Die haben hier eine schöne Unterstützung. Ja, sind eigentlich für mich, wenn man es genau nimmt, in einem Seitwärtstrend hier drinnen. Ja, da ist ja auch vom Infrastrukturprojekt in den USA, hört man jetzt auch nicht mehr viel. Also ich weiß nicht, wenn das wieder ein bisschen aktiver wird, dann sehr, sehr spannend. Aber hier sind natürlich auch spannende Indikatorensignale heute. Also da kann es schon wieder raufgehen Richtung 64 irgendwann. Wobei ich glaube, da braucht es noch zusätzlich ganz gute Nachrichten oder gute Earnings. Aber definitiv, also Jinko Solar wär heute noch ein Einstieg, auch wenn die heute auch schon 10% im Plus sind. Ja. Also es geht ab, die Post heute. Es ist wunderbar. Ja. Also wirklich, wirklich cool. Ich hoffe, es geht so weiter. Aber ja, dem Braten ganz zu trauen, mache ich dann doch nicht. Ja. Definitiv.
Genau, also ähnlich wie bei Walmart hier. Es ist ähnlich. Jinko Solar und Walmart, kann man sagen, ähnliche Konstellation. Auch Walmart hier in einem schönen Seitwärtstrend, und geht jetzt heute hier wieder ordentlich nach oben. Definitiv. Warten wir mal ab, wie es heute denn so weitergeht. Schauen wir vielleicht noch auf die Indizes zum Schluss. Als krönenden Abschluss hier mal ein Blick auf die Indizes nochmal. Der WIX verliert 6%. Okay, also der geht jetzt wirklich langsam wieder zurück. Ich denke mal wirklich, dass jetzt hier auch vom Indikator her echt spannend. Ja. Beim Hedge sind wir am 13 MA angekommen. Okay. Ja, René, Strangle auf dem Super auf WMT, perfekt. Ja, sehr, sehr cool. Ja. Und dann haben wir natürlich hier SPX gar nicht so viel im Plus. Und auch der Russell jetzt. Wo ist er, der Russell? Ich muss hier weil ich so blöd schaue, ich muss hier am Gestänge des Mikrofons vorbeischauen. Deswegen schaue ich ein bisschen dämlich. Ja, ja auch hier, aber wir sind jetzt beim SPX immer an einer spannenden Stelle, nämlich genau da, wo wir ein paar Mal Unterstützung gehabt haben, ja, in diesem Seitwärtsrennen. Wobei ein paar Mal stimmt gar nicht so genau, aber doch würde ich diese Linie hier gut einschätzen. Positiv einschätzen, da kann schon ein Widerstand daraus entstehen. Also ich würde es noch nicht ganz in trockenen Tüchern ist es noch nicht alles. Ja. Also bitte noch ein wenig vorsichtiger bleiben. Genau. So, Russell Future, der Russell ist 2% im Plus. Da kann ich gleich schauen, wie es meinem EWM-Trade geht. Der war ja ein bisschen unter Wasser, und kommt jetzt langsam hoch. Also auch bei EWM, das war ja ein sehr, sehr schöner Strangle auch immer. Ja, also hier ein sehr, sehr schöner Earnings Trade auch, weil der auch schön im Seitwärtskanal gelaufen ist. Und meine These für diesen IWM Trade war ja, dass wir hier raufkommen wieder zu dieser Unterstützung, die jetzt ein Widerstand werden könnte. Deswegen habe ich einfach die Spreads knapp darunter gewählt. Und ja, schaut mal gar nicht so schlecht aus auf jeden Fall hier. Ja, schon gut aus die Trades eigentlich. Schon alle gut aus, aber gut, was schaut heute nicht gut aus? Auch mein Netflix-Earnings-Trade schaut ganz gut aus. Ja. Also der habe ich ja wirklich zu den Earnings getradet, diesen Trade. Der scheint jetzt hier, kommt er aus der Earnings-Kerze schon raus? Ja, also wenn er einen Schlusskurs hat, dann ist er aus der Earnings-Kerze auch schon draußen, was natürlich sehr positiv wäre. Da ist ein Investor eingestiegen, Bill Ackman, glaube ich, mit über 1 Milliarde. Also das pusht das Unternehmen gerade. Ja, also es schaut sehr, sehr gut aus. Die Arbeitslosenzahlen am Freitag werden noch ganz spannend, ganz genau. Ja, wobei ich glaube, ich bin mir gar nicht so sicher, ob die jetzt noch so spannend werden. Ich glaube, der Kuchen ist gegessen. Es werden 5 Zinserhöhungen kommen und so weiter. Das ist alles eingepreist. Mal schauen. Also da muss schon eine große Überraschung, glaube ich, kommen in den Arbeitsmarktdaten. Definitiv. Ja. So ist es. Ja gut, liebe Freunde. Dann freut es mich, dass der Stream wieder geklappt hat. Das war jetzt heute mein größtes Herzpochen. Ja. Freut mich, dass der Stream geklappt hat. Ich freue mich, dass ihr wieder cool im dabei seid. Ich hoffe, die Erholung geht weiter, dass wir wieder mit einem Lächeln in unser Depot, ja, uns auch schreibt der Robby, ja, sehr, sehr gut. Ja. Ja, also ich hoffe, es geht so weiter und wenn es zwischendurch irgendwas gibt, dann sehr, sehr gerne mir mailen. Und ansonsten sehen wir uns nächsten Montag wieder mit dem Erik Ludwig. Der Erik wird jetzt ja, das eine oder andere Mal vorbeischauen, sag mal so. Wir haben vereinbart, dass wir in unregelmäßigen Ständen mit Abständen miteinander plaudern. Und mit Erik werde ich jetzt natürlich genau analysieren, wie er durch diese Korrektur gekommen ist. Das werden wir am nächsten Montag machen. Das wird mega spannend. Also seid da bitte dabei, zahlreich. Das wird super. Und nächsten Montag mit Erik. Und am Montag drauf kommt dann der Thomas in den Stream. Der Thomas hat den Indikator hier programmiert. Und mit dem Thomas werden wir natürlich auch ein bisschen über den Indikator reden. Aber Thomas ist ja nicht nur jemand, der Indikatoren programmiert, sondern der Thomas ist auch extrem bewandt, wenn es um Option Strategies geht. Ist auch Mentor und vieles, vieles mehr. Also auch da wird es extrem spannend. Ich freue mich, wenn wir uns da wiedersehen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Handelstag, einen schönen Start in die Woche. Genießt das. Und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Montag gemeinsam mit dem Erik Ludwig dann wiedersehen. Also, macht es gut. Ciao. Schönen Abend.